Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Immer mehr Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Man sagt, dass bis zu 70% aller Erwachsenen mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen leiden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt: Hatten Sie schon einmal Rückenschmerzen? Und was haben Sie dagegen gemacht? Beispiel. Rückenschmerzen? Naja, wissen Sie, ich bin Taxifahrer von Beruf und sitze den ganzen Tag im Auto. Am Abend tut mir dann immer der Rücken weh. Ich war auch schon beim Arzt deswegen und der hat gesagt, dass mein Beruf für meine Bandscheiben nicht so gut ist, weil ich den ganzen Tag sitze. Aber er hat mir einen guten Rat gegeben, den ich gerne befolge. Immer wenn ich bei einem Taxistand auf Fahrgäste warte, soll ich aussteigen und ein bisschen Gymnastik machen. Das mache ich und seitdem habe ich tatsächlich ein bisschen weniger Rückenschmerzen. Nummer 18. Ich bin Kellnerin in einem Restaurant und deshalb den ganzen Tag auf den Beinen. Am Abend tut mir immer mein Rücken weh. Am schlimmsten ist es im Sommer. Da ist auch der Gastgarten geöffnet und wenn es heiß ist, trinken die Menschen viel. Oft muss ich sehr viele Getränke auf einmal tragen. Das ist alles sehr anstrengend und für meinen Rücken ist das nicht das Beste. Ein Orthopäde hat mir gesagt, ich soll in der Arbeit spezielle Gesundheitsschuhe benutzen. Seit ich diese Schuhe trage, geht es mir mit meinem Rücken wieder etwas besser. Nummer 19. Also Rückenschmerzen kenne ich nicht. Vielleicht kommt das daher, dass ich sehr viel im Fitnesscenter trainiere und starke Rückenmuskeln habe. Die Muskeln tragen meinen Körper und meine Wirbelsäule muss nicht das ganze Körpergewicht alleine tragen. So bleibt die Wirbelsäule länger gesund und ich bekomme keine Rückenschmerzen. Und besonders wichtig ist auch das richtige Heben. Wenn ich etwas Schweres vom Boden aufheben möchte, zum Beispiel eine Kiste mit schweren Büchern, dann mache ich das so. Ich stehe über der Kiste, gehe senkrecht in die Knie, lasse meinen Rücken gerade und hebe die Kiste gerade senkrecht auf. Das schont meinen Rücken.
Nummer 20. Ich arbeite als Turnlehrerin an einem Gymnasium und habe selbst zum Glück noch keine Beschwerden mit meinem Rücken. Aber ich mache mir große Sorgen um die Gesundheit meiner Schülerinnen. Viele Jugendliche klagen bereits jetzt schon sehr oft über Rückenschmerzen. Ist es nicht schlimm, dass viele meiner Schülerinnen schon mit 16 oder 17 Jahren Rückenschmerzen haben? Sie sind doch noch so jung. Ein besonderes Problem ist, dass sie oft sehr viel Zeit hinter dem Computer verbringen und dabei sehr viel sitzen. Deshalb zeige ich meinen Schülerinnen im Turnunterricht spezielle Übungen, die gut für ihren Rücken sind. Ende des Subtests hören.